Hallo zusammen, mein Name ist Franzi. Ich möchte euch heute die Zubereitung einer einfachen Vorspeise zeigen. Und zwar ist das Feigen, die mit Ziegenkäse gratiniert werden. Und das ist eigentlich super simpel, aber schmeckt total lecker. Ich habe diese Kombination aus dem salzigen Ziegenkäse und Süße auch erst neu kennengelernt, aber es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Als erstes fangen wir damit an, dass wir die Feigen nehmen. Hier haben wir jetzt Feigen. In vielen Supermärkten bekommt ihr die frischen Feigen nur am Samstag, weil sie die sonst nicht immer vorrätig haben. Dann legen wir mal los. Die Feigen haben hier oben einen kleinen Ansatz, wo sie an einem Ast dran gewachsen sind. Den können wir abschneiden und dann schneide ich da zwei Schlitze rein, einmal so und einmal so, dass die Falten dann auseinander gehen. Ich drücke das hier so ein bisschen auseinander. Und das sollte jetzt aber unten, wie ihr hier seht, immer noch zusammenhängen und sondern nur so auseinander stehen. Die fertigen Feigen setze ich hier in meine Auflaufform rein, die fertig aufgeschnitten sind. So, und dann kommt da, das hier ist Rohrzucker, also brauner Zucker. Da kommt ungefähr ein Teelöffel, kommt hier in die Mitte von der Feige. Dadurch wird das Ganze eben nochmal süßer und nachher wird das dann noch mit dem Ziegenfrischkäse gratiniert. Dazu geben wir jetzt noch ein bisschen Butter. Mal so ein paar Flöckchen. Könnt ihr einfach so zwischen die Feigen geben. Es gibt dann nachher mit dem Zucker karamellisiertes und dickt so ein bisschen ein zu so einem dicken, süßen Sirup, der dann nachher total lecker schmeckt. Ich mache lieber mehr kleine Butterflöckchen als wenige große. Und ich würde auf jeden Fall Butter nehmen, keine Margarine. Da macht es gar nicht so viel aus, der Kalorienunterschied, ob ihr jetzt Margarine oder Butter nimmt, und der Geschmack von Butter ist schon einfach besser. So, jetzt habe ich die Butter verteilt. Jetzt habe ich noch Reste vom Plätzchenbacken. Ich habe hier gehobelte Mandeln. Ihr könnt aber genauso gut zum Beispiel auch ganze Mandeln nehmen oder Walnüsse, passen auch super gut. Ich nehme jetzt hier die gehobelten Mandeln und gebe die einfach noch mit in die Auflaufform. Eher ein bisschen nebendran zu der Butter, weil die sollen dann nachher mit in der Soße sein. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, damit ihr seht, wie das aussieht. Und danach muss das mit Alufolie abgedeckt werden und kommt für 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Aber zuerst zeige ich euch das Ganze noch kurz. Hier könnt ihr die Auflaufform sehen. Jetzt decke ich das Ganze ab und es kommt in den Ofen. Vielleicht könnt ihr jetzt dieses leise Brutzeln hören. Das ist die Butter unter unserer Alufolie. Und ich gucke jetzt mal rein, wie das aussieht. Also wie ihr seht, ist die Butter flüssig geworden. Und da brutzeln jetzt schön die Mandeln dran. So, jetzt haben wir hier wieder unsere Feigen. Und jetzt kommt der Ziegenfrischkäse mit ins Spiel. Ich habe hier einen Frischkäse genommen, der nur mit Ziegenfrischkäse ist. Also mit Ziegenkäse ist, der ist nicht ganz so intensiv wie richtiger Ziegenfrischkäse. Könnt ihr euch ja überlegen, was ihr da lieber benutzen wollt. Ich würde sagen, man kann schon eine ordentliche Portion da reinmachen. Immer in die Mitte von den aufgeschnittenen Feigen.
besten macht man das hier mit 2 Löffeln. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal und dann kommt das nochmal so 5 Minuten bei Grillfunktion in den Ofen zum Überbacken. Ihr könnt auch einfach gucken, wenn es schön braun geworden ist, dann ist es fertig, dann könnt ihr es rausholen. So, jetzt. Hier habe ich jetzt den Frischkäse drauf gemacht und das kommt jetzt gleich wieder in den Ofen. So sieht das Ganze jetzt fertig angerichtet aus. Das Tolle an den Feigen ist, dass man die jetzt wirklich komplett mit Haut essen kann. Ich hoffe, dass ihr das Rezept auch mal zu Hause ausprobieren könnt und dass es euch schmeckt. Guten Appetit!